Moin zusammen und herzlich willkommen zu Limbo. Bevor wir weitermachen, seid so lieb, lasst ein Like da, ein Abo, aktiviert das Glöckchen und beachtet bitte meine Triggerwarnung. Ich meine es ernst, wer die Videos kennt, der weiß das. Es ist dunkel, es ist düster, es ist funny, aber das Licht im Auge des Betrachters. Wir sterben hier oft genug. Düstere Arten zu sterben, wer das nicht kann, bitte bis hierhin und nicht weiter. Für alle anderen, viel Spaß. So, was haben wir denn hier? Ui, das ist aber ein Riesensägeblatt. Das ist da unten, warum ist das da unten? Das macht mir Angst. Ach so, nee, das sieht nur so aus. Da sind Arme. Und ich wette, wenn wir diesen Haken... Warte. Ich schätze mal, wenn wir den Hebel betätigen, dann wird das Ding hier rüber schwingen. Und wir können an der Kette da rüberkommen und dann da hoch... Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Wir gucken einfach erstmal, was passiert, wenn wir diesen Hebel hier betätigen. Was passiert? Warte, wir bewegen uns? Warum? Jetzt. Ja, toll. Und dadurch kommen wir natürlich nicht, ohne zu sterben. Und tschüss. Hat das mit der Kiste eigentlich irgendwas zu tun? Weil da kommen wir ja so gar nicht ran. Ah, wir können die Kiste doch... Okay, also wir brauchen die Kiste doch. Weil wir werden das dann zünden, werden an das Seil hängen und werden dann... Werden an das Seil hängen. Junge! Wir werden an die Kette springen, Herrgott nochmal. Alter. Ach, komm. Lassen wir es einfach. Oh, aber zu hoch darf ich auch nicht. Da ist ja auch noch so ein Ding. Oh mein Gott. Okay. Kommt die Kiste auch noch hinterher? Nice one, danke. Oh, da ist... Oh. Ups. Das habe ich nicht gesehen. Ich meine, ich wollte auch nicht auf dem Boden. Ich wollte tatsächlich auf der Kiste landen, aber hoppla. Das habe ich nicht gesehen. Okay, es geht hier also gar nicht unbedingt um Schnelligkeit, sondern wirklich um Timing. Danke. Also auf ein neues. Ich hoffe halt gerade, dass das nicht zu laut ist in der Aufnahme. Sollte das so sein, dann tut es mir voll leid. Dann gelobe ich fürs nächste Video Besserung. Ah, na, warum krabbelt ihr denn runter? Ey, Leute, ich schwöre, ich habe den Joystick nicht mal berührt. Ich weiß nicht, warum der alleine gekrabbelt ist. Eigentlich wollte ich die Zeit, die ich da oben stehe, nutzen, um zu gucken, was ich machen soll. Also, wann ich am besten abspringen soll. Und auf einmal krabbelt der Penner einfach. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht beleidigen. Armes kleines Männchen, du machst schon genug durch. Auch noch von mir beleidigt werden, das macht es bestimmt nicht besser. Sorry. Okay, die Kiste kommt gleich. Da ist sie schon. Jetzt bleibt er auch stehen. Hoffe ich. Ja. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Nice. Okay. Okay, und da es nach da oben nicht weitergeht, schätze ich mal, wir dürfen loslassen. Nice. Da unten ist schon wieder irgendein Ball. Wie finden wir das? Ätzend. Keine Ahnung, was der macht. Da ist schon wieder ein Hebel. Und da kommen wir definitiv nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das kein Ball ist oder so, sondern dass das Ding eventuell hochkommt. Oh, das kommen welche runter. Weil da so ein Stopper ist. Seht ihr das? Mehr als sterben können wir nicht. Wir probieren es einfach mal. Fakt ist, wir kommen da sonst so nicht runter. Oh, ach, das Ding dreht. Oh Gott. Okay. Ich weiß halt jetzt nur gerade nicht, was ich machen kann. Ach, da ist eine Kiste. Hä, als ob. Damit kann ich bestimmt über das Ding rüberspringen oder so. Ob, oder auch nicht. Tschüss. Okay, also wir halten fest, dass die Kiste kommt runter. Die Kiste muss ich bestimmt in dieses Teil schieben, um darüber hüpfen zu können. Schätze ich mal. Ja,
Komm, schieb, 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 schieb. Oh, oder auch nicht. Wenn das nach da oben aufklappt, wo soll ich denn dann hin? Sekunde mal, das blicke ich nicht. Also ich soll... Was ist da gerade passiert? Die Kiste kommt runter. Ich kann die Kiste schieben. Über die Kugel rüber zu springen, bringt mir gar nichts. Vielleicht, wenn ich es schaffe, die Kugel zu überleben sozusagen? Dass ich die Kugel sozusagen zum Abspringen nehmen kann? Aua. Ich weiß es halt nicht. Wir gucken mal. Also, wir machen das jetzt so. Die Kugel kommt gleich. Deswegen bleiben wir einmal hier und... Okay, die Kugel reißt mich so mit. Also, das funktioniert nicht. Aber wie soll ich denn dann da oben durchkommen? Okay, ich habe keinen Plan. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Mir hat es wieder sehr gefallen und ich hoffe euch auch, auch wenn das gerade immer verquerer und immer weirder wird. Aber es ist halt einfach ein nices Game. Wenn ihr das auch so seht, seid beim nächsten Mal gerne dabei. Ich würde mich riesig freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Malvini. Tschö, tschö.